im Internet etwas zu bezahlen, so also auch bei SkyTraders, wenn man mit Kreditkarte bezahlen möchte, hat ja was mit Sicherheit zu tun. Meine Banküberweisung ist klar, dort mache ich den Auftrag, dort bin ich dafür selber verantwortlich, was ich eingebe und so weiter. Aber bei Kreditkarten ist es so, dass man sich ja im Grunde genommen, wenn man online unterwegs ist, nie weiß, was mit meinen Daten passiert, wenn ich die in meinem Computer oder auf meinem Smartphone eingebe. Dazu eine kleine kurze Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit was bezahlt mit Kreditkarte und am nächsten Tag, also ganz sicher, ne? Also im Laden durchgezogen und fertig. Und am nächsten Tag ist dann mein Konto geplündert worden. Da waren dann mal schlagartig, ging das bling, 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 bling. Obwohl ich jede Transaktion mit dem Handy bestätigen muss, hat das trotzdem funktioniert, wie auch immer. Auf jeden Fall waren ein paar tausend Euro runter. So. Das Ganze ist passiert bei Revolut. Und ich möchte euch in dem Zusammenhang mit SkyTraders vielleicht auch mal das Revolut empfehlen. Deswegen diese Rubrik Empfehlungen von frankhauder.de habe ich gerade neu eingeführt. Das erste soll mal Revolut sein. Ich benutze Revolut eigentlich eher selten. Habe dort auch immer nur so viel drauf, wie notwendig ist, weil, erster Tipp, wenn ich das einmal habe, dann kann ich dort auf den Knopf drücken, kann sagen, so jetzt zieh mir bitte von meinem Konto, von meinem richtigen, ne, privaten Konto, wo ich ja auch eine Kreditkarte habe, spiel mir da mal 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro rüber, das spielt überhaupt keine Rolle, das geht 1:1, rucki zucki. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, zack, bestätige das auf der anderen Seite und dann ist das Geld drauf. Das ist schon mal deswegen gut, weil ich da nicht immer so viel Geld drauf haben muss, was mir geklaut werden könnte. Das ist Punkt 1. Aber noch viel interessanter, nach dieser Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, ich muss übrigens dazu sagen, Revolut hat mir alles erstattet, ich habe alles zurückbekommen, obwohl es Abbuchungen waren, die eigentlich rechtens gewesen sind. Ne? Es ist gehackt worden und keine Ahnung, also ich habe es ja quasi angeblich bestätigt, habe alles wiederbekommen. Da muss ich sagen, Hut ab, Respekt und auch Dankeschön an Revolut, weil das hätte echt wehgetan. So, aber was habe ich daraus gelernt? Ich habe dann die Kreditkarte, die mit Revolut verbunden ist, die habe ich dann zugemacht, also gesperrt. Und die ist dann auch, glaube ich, von Revolut sogar dauerhaft gesperrt worden. Genau. Und dann haben die natürlich gesagt, ja, neue bestellen. Da habe ich mir gedacht, nee. Da war ich ein bisschen angepisst, auch sage ich mir, nee, ich hole mir von euch keine Karte mehr. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Ich habe zum Beispiel also diverse Investitionen in meinen Firmen, wo ich sozusagen als Teilhaber oder als Investor unterwegs bin, wo ich immer jeden Monat auch was einzahlen muss. Dort bezahle ich mittlerweile mit einer, jetzt kommt's, Einmalkarte, Visa in dem Fall. Und die ist bei Revolut hinterlegt. Das heißt im Klartext, ich gehe dann in meinem Revolut-Konto auf Karten und habe dort die Einmalverwendungskarte. Die gehe ich auf Details anzeigen. Dann wird das über meine Gesichtserkennung auf meinem Telefon quasi aktiviert. Wenn man keine Gesichtserkennung hat, dann wahrscheinlich über den PIN oder wie auch immer. Und dann sehe ich die Kartennummer, den Ablauf und diesen dreistelligen Sicherheitscode. Und dann gebe ich die dort ein, und dann drücke ich auf den Knopf und dann geht das bling, 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 dann ist bezahlt und danach ist die Karte weg. Die ist gesperrt, die gibt es nicht mehr. Die wird nur ein einziges Mal genutzt. Und das finde ich eine gute Idee. Und das wollte ich immer rüberbringen in dem Video als Empfehlung. Wenn es also wirklich darum geht, dass ihr euch unsicher seid, mit was ihr im Internet bezahlen könnt, weil es ja eben immer so eine Sache ist, ich muss meine kompletten Kreditkarten eingeben, die Nummer, den Ablaufdatum und diesen dreistelligen PIN. Und das sind alle Daten, die ich brauche, um auf die Karte zugreifen zu können oder mit der Karte bezahlen zu können. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann ist mein Tipp, holt euch so einen Revolut. Und ich stelle mal unter dem Video hier einen Link rein. Da gibt es auch so ein kleines Empfehlungsprogramm, da gibt es 10 Euro. Und wenn ihr die Karte aktiviert, hat noch nie funktioniert. Ich habe die Karte schon sehr oft empfohlen. Und ich weiß auch, dass sie schon sehr oft genutzt wird von den Leuten, wo ich sie empfohlen habe, aber Geld habe ich da nie gesehen. Aber deswegen macht ihr das Video nicht. Ne? Also das ist egal. Ich stelle trotzdem mal den Link unter dem Video unten rein, dass ihr auch wisst, wo ihr dann am besten anklicken könnt. Aber
Wenn ihr euch dieses Revolut holt, ja, ihr müsst euch verifizieren, ist völlig klar. Es wird ein Konto in Litauen eröffnet. Man unterliegt auch diesem litauischen Einlagensicherungsfonds. Es ist eine englische Truppe, also Revolut, die Firma sitzt in England. Es passt eigentlich ganz gut. Und jetzt kommt's: Revolut ist im Prinzip genauso eine Firma oder ist genauso entstanden wie SkyTraders. Das heißt, die sind auch als Startup an den Start gegangen und haben Gelder eingesammelt, um das Ganze vorwärts zu bringen und ihr Geschäft zum Laufen zu bringen. Jetzt nicht wie bei uns mit im Bereich Crowdfunding in dem Sinne, sondern da sind schon große Investoren eingestiegen, weil die gewusst haben, wo die Reise hingeht. Und ja, mittlerweile ist Revolut wirklich eine angesehene Geschichte. Du kannst dort Kryptowährungen handeln, du kannst Edelmetalle kaufen, du kannst mehrere Konten einrichten in verschiedenen Währungen, alles machbar. Du kannst auch mehrere Kreditkarten haben, es gibt verschiedene Tarife, sage ich mal. Es ist eine interessante Geschichte, guckt es euch an. Und ja, wenn ihr im Internet unterwegs seid und bezahlt, dann empfehle ich diese Einmal-Kreditkarten, weil da kann wirklich nichts mehr schief gehen. In diesem Sinne, tschüssi, macht's gut, der Frank, bis zum nächsten Video.